Lenormand-Karten mit meinen 4 Ergänzungskarten. Heute im Adventskalender am 19. Dezember möchte ich nochmal die Antwort darauf geben, was sich hier jemand gewünscht hat, dass ich einfach nochmal meine 4 Zusatzkarten in dem Lenormand-Kartendeck erkläre. Das ist ja der Bauch mit Karte 37, Karte 38 die Engelsflügel, Karte 39 die Fabrik und die Karte 40 mit der Hand. Und ja, ich werde dir einfach jetzt bei mir am Bildschirm nochmal kurz das Kartenmotiv zeigen, da entsprechend dann die Deutung zu erklären mit Beispielen, was es dann halt einfach bedeutet, wenn die Karte fällt im Bereich der Liebe, im Bereich Beruf und auch nochmal im Bereich der Finanzen. Dass du einfach diese 3 Hauptthemen nochmal mit diesen 4 Zusatzkarten erklärt bekommst. Das ist dann im Grunde genommen auch der Einsatz, wie man diese 4 Zusatzkarten dann in kleinen Legungen deuten kann. Und im großen Bild, dazu habe ich ja schon ein Video gemacht, wie du mit den 40 Karten die große Tafel legen kannst und dann entsprechend auch diese 4 Zusatzkarten da einfach mit den Deutungen mit reinnimmst. Aber um das eben nochmal ja auf die Bereiche Liebe, Beruf und Finanzen zu erklären, zeige ich dir jetzt einfach am Bildschirm nochmal das Kartenmotiv und deute halt diese 3 Bereiche, damit du einfach weißt, wie du diese Karten zum Einsatz bringst. Ja, komm einfach wieder mit an meinen Bildschirm, da geht's dann weiter. Ja, los geht das Ganze mit der Karte Nummer 37. Hier habe ich den Titel der Bauch gewählt. Als Motiv, wie man hier sehr schön erkennen kann, ist es eine hochschwangere Frau. Es geht also um das Thema Schwangerschaft, Geburt, aber auch alles, was man in sich trägt. Die Kartenbilder, die du hier siehst, sind aus meinen 3 Kartendecks, die es jeweils mit Texten gibt. Natürlich gibt es das Deck auch jeweils noch in der Variante ohne die Texte, also als ganz normales Kartendeck. Ja, die mit Texten sind immer einfach so eine Starthilfe für die Beginner unter euch, dass ihr es einfach ein bisschen leichter habt. Also das hier sind meine mystischen Karten. Folglich heißt dieses Deck hier Angelinas 40 mystische Beginner-Lenormand-Karten. Das hier in der Mitte sind meine Karten der Königsklasse. Und hier heißen die dann halt einfach Lenormand-Karten Königsklasse mit Deutungstext oder mit Deutungshilfe. Und hier ganz außen siehst du meine ganz neuen Karten aus dem Design Licht und Schatten. Und hier heißt das Kartendeck eben auch Lenormand-Karten Licht und Schatten. Hat dann als Untertitel positive und negative Lenormand-Deutung auf jeder Karte. Das heißt, hier hast du die üblichen normalen Deutungen hier unten stehen und hier oben noch so die Besonderheiten für die Personenbeschreibung, während du bei diesem Kartendeck hier außen eben bei jeder Karte sowohl das Positive als auch das Negative stehen hast. Hier anhand der orangenen Linie und auch hier rechts, das wären die positiven Aussagen der Karte. Und der blaue Rand hier und hier unten, das sollen jeweils für die negativen Schattenthemen in uns. Also natürlich hat die Karte als Hauptfokus halt die Bedeutung, ja, die sie halt eigentlich hat. Also beim Bauch ist das halt eher das Positive. Folglich, wenn du das ganz normal legst, würdest du dann hier bei diesem Deck eben hier die positiven Deutungen nehmen. Aber wenn du mal so eine Schattenlegung machen möchtest oder eben eine Problemanalyse, also worin besteht das Problem, dann sind eben hier diese negativen Schattenthemen interessant. Und da kommt eben dieses Deck zum Einsatz. Ja, jetzt aber zurück zur eigentlichen Deutung der Karte. Das heißt, beim Bauch geht es eben wirklich um Themen, womit man schwanger geht. Das muss jetzt nicht immer unbedingt das Kind hier im Bauch der Frau sein, sondern kann natürlich auch zum Beispiel für den Fragesteller, aber auch für Fragestellerin einfach etwas sein, was man in sich trägt, was man also schon eine Weile praktisch in sich hat, als Gedanke, als Idee, ja, einfach so sinnbildlich mit etwas schwanger geht. Was dann eben entsprechend aber auch auf die Welt kommen soll. Denn wenn hier die Geburt ja unmittelbar bevorsteht, dann heißt das einfach, dass das Ganze, was man in sich trägt, eben sichtbar werden möchte, dass man es rauslässt, dass man es zeigt, dass man es den anderen halt zeigt. Also im Grunde genommen, die Geburt, die Ergebnisse, sie stehen unmittelbar bevor. Ich habe das
in Anlehnung an die Skatkarte, die ja hier die 5 Kreuz hat, habe ich mich einfach an der 5 orientiert und habe gedacht, das ist eine gute Eselsbrücke, sich zu merken, dass es maximal noch 5 Wochen sind als Zeitaussage. Es ist einfach Zeit, sich jetzt hier vorzubereiten, die letzten ja, Vorbereitungen zu treffen, Ordnung zu schaffen und dann eben entsprechend die Pläne, die man halt in sich hat, auf die Welt zu bringen. Und wenn du das Ganze jetzt in einer Legung für die Liebe hast, dann wäre jetzt der Einsatz dieser Karte eben entsprechend, dass du schon viel Liebe in dir trägst und dass diese Liebe jetzt gezeigt werden will, sichtbar werden will oder dass auch unmittelbar das Ergebnis, dass du dich verlieben kannst, also dass es jemand gibt, dem du diese Liebe zeigen kannst, geben kannst, also dass der eigentlich schon unmittelbar bevorsteht als deine Zukunftstendenz, dass dann eben diese Liebe auch als Ergebnis möglich ist. Heißt aber auch vielleicht in dir noch ein bisschen aufzuräumen, Ordnung zu schaffen, weil auch darum geht es ja bei dieser Karte, dass du dann auch bereit bist, die Liebe zu empfangen. Und gerade beim Thema Liebe ist diese Karte auch noch mal ein Hinweis auf das Sexuelle, denn sie steht, du kannst es hier auch sehen, sie steht auch mit für den Sex. Deswegen ist hier im Hintergrund auch noch das Bett zu sehen und auch hier sieht man es noch ein bisschen besser. Und sie steht auch für die Heilung. Deswegen ist hier immer dieses Symbol für die Heilung auch auf den Karten mit drauf. Also gerade eben so, wenn du vielleicht in der Liebe viele Probleme hattest und ja auch das Gefühl hattest, in einer Sackgasse zu sein, kann das auch ein Hinweis sein, dass das Thema jetzt heilen kann. Oder eben, wenn es eben um Fragen geht, ne, haben wir denn auch mal Sex oder wird es intimer zwischen uns, dann ist die Karte natürlich der Hinweis, ja, da wird es auf jeden Fall dann auch den Sex geben und vielleicht sogar eben entsprechend auch das Thema Schwangerschaft. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie ist die Ausgangssituation, beziehungsweise wie ist die Frage dazu? Je konkreter die Frage, umso gezielter kann natürlich der Hinweis durch diese Karte dann gedeutet werden. Also je nachdem, wo man steht, ist es eben das Thema Schwangerschaft oder die Liebe, die man in sich trägt und jetzt zeigen möchte, oder auch einfach die sexuellen Aktivitäten im Bereich der Liebe oder sich einfach darauf vorzubereiten, dass man sich eben demnächst dann auch endlich mal verlieben kann und das als Ergebnis bekommen. Ja, im beruflichen Bereich, da würde die Karte jetzt Ähnliches bedeuten. Hier trägt man ein Projekt, eine Idee in sich, die jetzt einfach sichtbar werden will. Vielleicht hat die Person schon lange den Gedanken, sei es sich selbstständig zu machen oder eine bestimmte Idee zu verwirklichen, beschäftigt sich also schon eine ganze Weile mit dem Thema, trägt es eben mit sich, geht damit praktisch gedanklich schon schwanger. Und jetzt ist einfach durch diese Karte dann der Zeitpunkt, dass es reif ist, dass es lange genug in dir gereift hat, dass es jetzt einfach Zeit wird, das Ganze sichtbar zu machen, das öffentlich zu zeigen, dass andere das eben sehen können und dass es dann eben auch die Ergebnisse bringt. Und im Finanziellen, auch im Finanziellen ist es eine gewisse Ordnung zu schaffen, sich vorzubereiten, vielleicht auch einen Finanzplan aufzustellen. Kann beim Beruf zum Beispiel auch nochmal der Businessplan sein. Also einfach so die Dinge, die Vorbereitungszeit brauchen, weil eine neue Phase eben danach beginnen kann, beziehungsweise Ergebnisse kommen können. Und immer auch der Gedanke dabei, also auch hier bei den Finanzen, dass du vielleicht da schon konkrete Ideen in dir trägst, was du für die Finanzen tun kannst, wie du da Ergebnisse bekommen kannst, dass du eben sagst, das lohnt sich jetzt, dass das sichtbar wird, und dann eben, was hier sozusagen rausschlüpft, dann auch wachsen kann. Weil stell dir einfach mal vor, dieses Bild ist ja so, da ist eine Schwangere, da ist ein Kind drin, das kommt auf die Welt, es erlebt was Neues und dann will es wachsen und größer werden. Und genauso musst du dir das jetzt mit deinem Projekt vorstellen, sei es das Beruf, das Finanzielle oder auch das Projekt der Liebe, dass das eben jetzt wirklich ja die ganze Zeit in dir am Reifen ist und du jetzt die letzten Vorbereitungen machen sollst, treffen sollst, um dann eben entsprechend auch das alles sichtbar zu machen und die Ergebnisse zu bekommen. Ja, das wäre jetzt so die Karte der Bauch für die drei klassischen Themen Liebe, Beruf und Finanzen. Schauen wir uns gleich mal die nächste an. Das sind jetzt die Engelsflügel.
Also Engelsflügel, weil ich ursprünglich nur dieses Kartendeck hatte, deswegen gab es hier nur die Flügel mit der wertvollen Kugel. Also sie beschützen hier die Kugel, da ist etwas sehr Wertvolles, das leuchtet und will aber auch beschützt werden. Und durch diese ganzen Lichtreflexe ist es auch ein bisschen so, hier wird dir dein Weg geleuchtet. Also du sollst einfach ins Vertrauen gehen. Hier bei diesem Kartenbild sieht man es noch ein bisschen besser. Der Weg wird dir erleuchtet, dass du einfach nur Vertrauen haben sollst. Dich leiten lassen, dich führen lassen. Du wirst beschützt durch die Engel. Die sind einfach für dich da und wollen dich jetzt zu etwas Wertvollem hinführen. Und auch hier hinten sieht man schön der Engel mit der Kugel, die strahlt. Die Betonung natürlich auf die Engelsflügel, weil die Karte ja jetzt so heißt. Also es geht wirklich darum, ins Vertrauen zu gehen. Ja, praktisch das Vertrauen in eine höhere Macht, sei es jetzt dein eigenes höheres Selbst, aber natürlich auch die Engel an sich oder eben irgendwelche Geistwesen, wo du sagst, die hast du als Begleiter. Also ich sehe da gerne die Engel dann halt, weil die halt für mich eben so dieses sehr freundliche Wesen sind, wo man eben die Engel als Schutzengel auch bezeichnen kann. Also daher ist diese Karte einfach wirklich so das Thema Schutz, aber auch Wertvolles, wo man halt hingeführt wird, wo es sich einfach auch lohnt, daran zu glauben, daran vielleicht dann auch festzuhalten und eben zu sagen, okay, hier ist mein Weg und ich gehe den jetzt einfach vertrauensvoll. Und das kannst du natürlich auch wieder auf die drei Bereiche übertragen. Das heißt, das Thema Liebe steht unter einem besonderen Schutz oder die Engel leiten und führen dich zu dem richtigen Partner. Hab einfach Vertrauen, dass der richtige Partner jetzt zu dir kommt, dass du da auf dem Weg bist. Und wenn du schon verliebt bist, dann ist es einfach das Zeichen, dass diese Liebe sehr wertvoll ist und dass du sie auch selber beschützen sollst, weil sie eben so wertvoll ist. Im Beruflichen hast du einen Weg auch vor dir, wenn es darum geht, dass du vielleicht dich neu entfalten möchtest, sei es auch die Selbstständigkeit ausprobieren oder eben einen neuen Beruf. Dann geht es auch darum, geh ins Vertrauen, lass dich leiten und führen. Du wirst zu etwas Wertvollem hingeführt. Und wenn du schon bereits in einer festen beruflichen Situation bist, dann gilt es auch hier, das einfach zu beschützen und festzuhalten, weil es was Wertvolles für dich ist, weil du vielleicht da genau schon auf dem richtigen Posten bist, wo du sein sollst. Und das gilt es dann einfach zu beschützen und darin auch das Wertvolle zu erkennen, was man da schon für eine wertvolle Arbeit leistet. Ja, und in den Finanzen. Im Bereich der Finanzen ist es ebenfalls so, dass du dich auf dem Weg machen kannst, dass du zu Wertvollem hingeführt wirst, also zu mehr Besitz, zu mehr Geld, und eben auch das Geld, was du schon hast, beschützt ist. Also dass da eben, wenn du die Schutzkarte am Geld dran liegen hast, dann natürlich solltest du da nicht einfach plötzlich irgendwelche Risiken eingehen, weil du denkst, ach, es ist ja alles beschützt. Aber so eine Grundtendenz, dass deine Finanzen halt in gewisser Weise geschützt sind, dass du halt jetzt da nicht in eine Katastrophe reinsteuerst, sondern eben dieses Sicherheitspolster im Finanziellen dann hast, das sagt ja dann die Karte der Engelsflügel. Ansonsten eben auch wieder in das Vertrauen gehen, dass es besser wird, dass du zu einer wertvollen, minimal wertvollen Erkenntnis geführt wirst, woraus sich dann vielleicht etwas ergibt. Meistens führen sie einen aber tatsächlich zu einem Ergebnis hin, wo man dann sagt, das war jetzt wirklich sehr wertvoll für mich. Und gerade im Bereich der Finanzen ist es ja oft, dass wir mehr Geld anstreben und dass sie uns da den Weg leuchten und sagen, wenn du hier lang gehst und mir vertraust, dann fühlen wir dich genau zu der Stelle, wo diese Finanzen ja auf dich warten oder wo du die Arbeit findest, die dir eben entsprechend diesen Ausgleich gibt, dass du einfach diesen Wert hast für dem, was du leistest, dass du das entsprechend auch bekommst. Also auf jeden Fall eine Schutzkarte und die Karte fürs Vertrauen und für mich einfach das positive Schicksal, nämlich einfach der Engel an meiner Seite. Ja, dann haben wir die Karte 39, das ist die Fabrik. Hier sieht man sehr schön auf allen Karten einfach das Fabrikgelände. Das heißt, hier wird etwas produziert. Hier sieht man das auch sehr schön, die vielen Päckchen, die am Fließband lang gehen. Hier rauchen die Schornsteine. Also von daher, auch hier siehst du ein bisschen den Rauch, die Wolken. Also sind viele Gebäude zu erkennen. Das heißt, es ist ein großes Gelände. Im Vergleich jetzt zum Haus geht es bei der Fabrik halt wirklich um viel Potenzial, viel Stabilität. Es ist halt, ja, das Fabrikgelände ist ja
Da ist einfach eine Firma, wo etwas hergestellt wird, etwas produziert wird. Aber das setzt auch immer voraus, dass da irgendjemand investiert hat. Denn so eine Firma, also so eine Fabrik, ist ja auch nicht aus dem Nichts heraus erschaffen, sondern hier hat einfach jemand den Überblick gehabt, hat das viele Potenzial gesehen und gesagt, ich baue jetzt meine Firma, mein eigenes Geschäft weiter aus, mache das immer größer, immer stabiler. Ich investiere und damit stelle ich dann eben entsprechend auch etwas her und das bringe ich dann eben unter die Leute. Also das ist jetzt eine super Karte eben für die Selbstständigkeit, für das eigene Geschäft. Du kannst es aber auch, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, einfach für deine Firma nehmen, wo du arbeitest. Also mit dem Anker hast du eben einfach deine Arbeit, deine Arbeitszeit, deine Arbeitssituation. Du kannst aber eben entsprechend auch durch die Fabrik nochmal die Firma an sich deuten. Also einerseits eben die Arbeit, die du tust und andererseits hier mit der Karte halt die Firma, wo du tätig bist. Ist aber, wie gesagt, meistens eher das Indiz dafür, dass man sich selbstständig machen soll oder es bereits ist und dass es eben auch darum geht, sich etwas aufzubauen, eben in diese viele Stabilität reinzukommen. Und da gilt es dann eben zu investieren. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt im Beruflichen deute, dann kann sich hier eben jemand selbst verwirklichen. Er muss aber erstmal etwas investieren, um sich das Ganze dann eben auch aufzubauen. Auch im Finanziellen geht es darum, investiere erstmal in Projekte, in Ideen, in etwas, was du halt haben willst. Investiere. Aber mit dem Gedanken dabei, dass du damit etwas erschaffen oder aufbauen willst oder etwas ausbauen, also von etwas, was du schon hast, noch mal mehr machen. Also es geht darum, daraus viel mehr zu machen. Also beim Besitz, wenn du schon Besitz hast, geht es wirklich darum, jetzt mehr Besitz anzuhäufen, mehr finanzielle Zuschüsse zu bekommen oder eben mehr zu verkaufen. Und im Beruf ist es eben wirklich so die klassische Karte für das Thema der Selbstständigkeit. Dich jetzt einfach selbstständig zu machen. Im Bereich Liebe geht es auch um das Investieren. Hier sollst du dann eben die Liebe investieren, also die Gefühle, dass du jemandem Liebe zeigst oder einfach in das Thema, ich will mich jetzt verlieben, wieder Zeit investierst oder eben entsprechend wirklich auch die Gefühle, wenn es schon jemanden gibt. Also, dass du da einfach die Investition in den Bereich der Liebe überträgst. Und damit kannst du dir dann eben auch diese Liebe erschaffen, weiter festigen, noch stabiler machen, noch weiter ausbauen. Also das ist wirklich ein sehr stabiles und großes System dann der Liebe ist. Ja. Zu guter Letzt noch der Hinweis mit dem System. Du kannst es hier ja auch sehen. Was meine ich mit komplettes System? Ein System ist für mich immer eine Einheit. Also die Familie zum Beispiel, das kann die Ursprungsfamilie sein, die als System zusammengehört. Vielleicht sogar noch die Ahnen mit rein. Das mache ich zum Beispiel gern bei Familienaufstellungen mit den Karten. Du kannst aber auch deine bestehende Partnerschaft, vielleicht deine Kinder noch mit dabei als heutiges Familiensystem betrachten, auch die Arbeitssituation mit deinen Kollegen oder selbst wenn du ein eigenes Geschäft hast mit deinen Angestellten, auch das ist wie so eine Art System. Ein System bedeutet auch, die Systeme, also Abläufe zu erschaffen. Also, dass du da auch wieder so einen großen Plan hast, wo es darum geht, das jetzt vielleicht zu automatisieren, ein System zu schaffen, was auch andere anwenden können. Also, dass du einfach sagst, das ist jetzt so der Ablauf, an den sich alle halten können. Also, du baust dir ein System auf, was dann eben auch gerade so, wenn jetzt Leute im Internet tätig sind, was man dann eben automatisieren kann. Dass es eben automatisch abläuft, so wie wenn du hier bei der Fabrik das Band anstellst und das Fließband dann einfach anfängt zu laufen. Auch das sind ja Systeme, die in sich zusammen eben das große Ganze ergeben und dann hier in die Produktion gehen. Also denke mal einfach an den Gedanken, eine Fabrik produziert etwas, aber du musst auch investieren. Ja, und zu guter Letzt die Karte Nummer 40, die Hand, die deute ich immer auf zweierlei Art. Zum einen lege ich manchmal den Fokus auf diese Schattenhände, die ja hier auch überall zu sehen sind. Das sind dann eher so die Schuldgefühle, das Chaos, vielleicht auch mal die Angst oder eben einfach das, was dich festhalten will.
Aber man sieht es auch, es ist auch die geöffnete Hand dabei, wo ein Schmetterling drüber fliegt. Das sehende Auge, hier ist das Licht. Also auch hier sieht man den Schmetterling und die geöffnete Hand. Es geht also auch darum, sich zu befreien, loszulassen, in die Leichtigkeit zu kommen. Und mit dem sehenden Auge ist das so wie, ich habe jetzt so den Überblick, die Bilanz. Ich kann jetzt mal so einfach Revue passieren lassen. Was habe ich an Erfahrungen sammeln können? Und ja, einfach daraus gehend dann leichter Entscheidungen treffen, weil man halt auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann oder einfach diesen Überblick hat und dieses Bilanzziehen dann machen kann. Auf diesen Karten hier in der Mitte und außen ist auch nochmal das mit dem Handgeben. Da geht es mehr so in diese Richtung auch Verantwortung übernehmen, jemandem die Hand reichen und anpacken. Das heißt, hier kommt es auch wieder sehr viel auf deine Frage drauf an. Hast du zum Beispiel das Problem, dass du das Gefühl hast, die Beziehung ist nur noch ein Chaos, die Beziehung engt dich ein, sie hält dich fest und du kannst dich nicht frei entfalten, dann fordert dich die Hand eben tatsächlich auf, aus dieser Gefangenschaft rauszukommen, dich aus diesen Schatten zu befreien und eben in die Leichtigkeit zu kommen. Geht es vielleicht darum, einen neuen Job zu finden, dann kann es auch der Hinweis sein, den alten Job loszulassen und sich zu befreien. Es kann aber auch auf der Suche nach einem Job eben dieses mit der Hand sein, dass man eben etwas anpacken soll, zugreifen soll bei dem neuen Jobangebot oder dass man für etwas Verantwortung übernimmt und seine Erfahrungen dafür einsetzen und nutzen kann. Also jemand, der zum Beispiel beruflich, ja, mit seinem Job zufrieden ist und da einfach seine Arbeit macht, der kann hier einfach mit dieser Karte auch sagen, ich gehe da verantwortungsvoll mit um, ich habe einen reichen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann. Und ja, Dinge, die mir nicht gefallen, die lasse ich halt einfach los und gehe in die Leichtigkeit. Und die Dinge, die mir gefallen, die packe ich halt weiter an und unterstütze das Ganze. Also du musst immer bei der Hand so ein bisschen darauf achten, wie ist die Ausgangslage der Fragestellung, um dann halt zu sagen, geht es um das Anpacken oder geht es um das Loslassen. Falls du dir da nicht sicher bist, dann würde ich dir empfehlen, den Hauptfokus bei der Karte eher auf das Loslassen und die Befreiung auszurichten, weil für mich die offene Hand mit dem Schmetterling wieder so von der Deutung her einen leichten Touch vorn liegt. Aber manchmal macht es eben auch Sinn, dieses Anpacken und Verantwortungsvolle und Erfahrungen einsetzen, das dann zu deuten. Das ist aber bei mir auch eher so die Deutung an zweiter Stelle. Das heißt, wenn ich es allgemein erstmal aufs Thema schaue, dann denke ich immer, da ist irgendwas, was einen vielleicht festhält und wo es Zeit ist, loszulassen und in eine Leichtigkeit zu kommen. Ja, das wäre jetzt so das mit der Hand beim Thema Liebe natürlich auch. Entweder hält dich in der Liebe etwas fest und du sollst loslassen. Oder aber wenn sich jetzt ein Mann endlich mal zeigt und du sagst, oh, an dem hätte ich Interesse, dann ist das so ein Hinweis eher auf das Zupacken, das Anpacken. Und beim Beruflichen genau das Gleiche. Bist du mit der beruflichen Situation nicht zufrieden, löse dich daraus, befreie dich daraus, such dir was Neues. Bist du mit deiner Situation zufrieden, dann pack es einfach weiter an, geh verantwortungsvoll damit um, zieh ab und zu mal Bilanz, wie es so ausschaut, wo kannst du vielleicht noch weiter anpacken und wo kannst du vielleicht auch Dinge loslassen und delegieren. Das ist zum Beispiel bei Selbstständigen so, dass man dann eben auch sagen kann, ja, ich lasse bestimmte Dinge los und gebe das an andere ab. Das ist auch eine gewisse Art von Leichtigkeit dann. In den Finanzen, da geht es wahrscheinlich hauptsächlich eher um den Überblick verschaffen, dass man eben auch da mal Bilanz zieht, was lohnt sich jetzt, wo habe ich Geldeinnahmen, wo habe ich Geldausgaben, einfach mal so zu gucken, ne, wo gebe ich zu viel aus, wo kann ich vielleicht was einsparen, wo werde ich vielleicht Verpflichtungen los und komme in die Befreiung, wo kann ich aber vielleicht auch finanziell etwas anpacken, also wieder in Richtung investieren, einfach hier mit dieser Karte dann den Überblick verschaffen, die Erfahrungen einsetzen, auswerten, Bilanz ziehen, den Überblick, was lohnt sich finanziell, was lohnt sich nicht und dann eben entsprechend die Entscheidung treffen, ob man sich daraus irgendwie befreien kann oder ob es eben was ist, wo man zupacken will.
Also die Hand ist vielleicht etwas schwieriger zu deuten, aber wenn du das in Bezug auf die Ausgangssituation und deine Frage machst, solltest du das auch mit der Hand gut hinbekommen. Und wenn du die Ausgangssituation nicht kennst oder die Frage nicht exakt genug gestellt wurde, dann geh hier eher in den Deutungsansatz mit dem Loslassen und sich aus etwas befreien. Ja, das waren jetzt die vier Zusatzkarten nochmal einzeln erklärt und auch wie du sie bei Liebe, Beruf und Finanzen deuten kannst. Ich hoffe, das hat dir jetzt geholfen. Und ja, hier nochmal der Schlusshinweis, also hier ganz außen, das sind die mystischen Karten. Angelinas 40 mystische Beginner-Lenormand-Karten. Ohne Text sind einfach Angelinas mystische Lenormand-Karten. Die in der Mitte heißen Lenormand-Karten Königsklasse mit Deutungstext oder eben einfach nur Lenormand-Karten Königsklasse. Und hier ganz außen, das sind halt die Lenormand-Karten Licht und Schatten mit positiven und negativen Deutungen drauf. Und ohne die Texte draufgedruckt heißt das Kartendeck einfach nur Lenormand-Karten Licht und Schatten Design. Ja, also die drei Decks gibt es und jeweils an den zwei Ausführungen mit und ohne Text. Und ich hoffe, dir haben einerseits die Kartenbilder gefallen und auch jetzt diese zusätzlichen Möglichkeiten. Du kannst sie natürlich auch weglassen, wenn du sagst, dir reichen diese üblichen 36 Karten. Da sich das hier aber jemand gewünscht hat, dass ich nochmal diese vier Karten erkläre, bin ich diesem Wunsch jetzt hier in diesem Video nachgegangen. Ja, jetzt alles Liebe und Gute und bis morgen beim nächsten Adventskalendertürchen.